Kleiner Tipp, du kannst da in dem kleinen Dorf unter der Stadt Ware kaufen, um an Geld zu kommen. Aha, du meinst wahrscheinlich die hier, ne? Ich gehe da mal kurz hin und muss mir gleich nochmal sagen, was du genau meinst. Die Ware verbraucht nur viel Platz. Okay. Und die Ware kann ich ja jetzt hier holen und dann im Dorf verkaufen. Das ist noch nicht so ganz verstanden. Ist irgendwie hier in den Häusern? Guck mal in die Häuser. Großmeisterschwert. Das brauchen wir noch nicht. Axtexperte. Und wahrscheinlich, wo der Meister versteckt ist. Schneegipfelhöhlen. Da müssen wir noch rein. Monsterkunden. Sechster Sinn. Wo der Meister ist. Schönen guten Tag. Ich bin doch bei Rollenspielen immer so gut, dass man hier in jedes Haus reingehen kann. Die damit gar kein Problem haben und dir noch eine coole Story erzählen. Rebellion. Das war eigentlich nur noch das Gebäude, dann habe ich doch alle. Oder ist hier noch so versteckt da irgendwo? Nö. Meinst du, die waren hier? Pfeilspitzen für 200 Gold kaufen? Jo, guten Appetit. Bis dann. Und die kann ich jetzt hier kaufen und in dem anderen Hauptdorf dann verkaufen. Okay, dann kaufe ich das mal. Und gib das erstmal ihm hier. Ach so, in dem anderen Dorf war ich noch nicht. Ah, okay. Brauche ich das ja eigentlich erstmal noch nicht kaufen. Mache ich dann später irgendwann. Hat die es noch nicht gemacht? Sei gegrüßt! Schornsteinfeger. Hey! Fechtmeister. Sei gegrüßt! Kundschafter. Oh, eigentlich auch nicht, ne? Sei gegrüßt! Spurensucher. Hey! Müssen wir auch noch mal uns, ich muss mich da auch nochmal informieren, wo ich da die ganzen Begleiter finde. Ja, es ist nur natürlich für junge Mönche nach dem Pfad der Erleuchtung zu fragen. Ich werde euch diesen Weg verraten, doch gehen müsst ihr ihn schon selber. Im Tal der Hügelgräber. Ah, okay. Ah, wir haben ja keinen Mönch. Kopfgeldjagd. Jeder, der etwas zusätzlich Geld verdienen will, kann in jeder größeren Stadt einfach in die Stadthalle marschieren und sich dort einen Auftrag der Kopfjäger abholen. Die Stadträte sind immer in Furcht vor irgendeinem menschenfressenden Monster oder Räuber oder durchgetreten Zauberer und setzen Kopfgeldprämien auf die Kreaturen aus, die ihnen in diesem Monat am meisten Ärger machen. Ihre Wahl geschieht ohne besondere Verfahren und in keine bestimmten Reihenfolge, also probier gar nicht erst ein System zu entdecken. Dafür zahlen sie aber gut. Du solltest dennoch alle Beförderungsquests machen. Ach so, ich kann das auch machen, wenn ich gar keinen Mönch habe. Okay.
machen wir dann noch. Jetzt könnten wir eigentlich auch gleich mal in die Höhle reingehen, ne? Ja, ehrenhalber heißt es denn. Ah, okay. Gut. Machen wir dann auf jeden Fall nochmal. Können jetzt nochmal ein bisschen was verkaufen. Na gut, den habe ich jetzt erstmal. Die Rollen hier, die Teile des Tagebuches, kann ich doch eigentlich auch wegschmeißen oder sowas, ne? Hey. Gut, na, aber noch stören sich uns die Tagebücher ja eigentlich noch nicht. Aber werden sich bestimmt noch häufen. Machen wir jetzt nochmal das Inventar leer. Ausbilden machen wir noch nicht, da will ich erstmal in die Arena rein. Dann gehen wir in die Höhle. Ja, und ich hoffe, danach ist es Sonntag. Oder mal schauen, was es mit den Kopfgeldern auf sich hat. Guter NPC Zaubermeister plus 4 auf Feuer, Wasser, Erde, Luft. Hört sich auch nicht schlecht an. Aber ist nicht hier, wenn wir so einen nehmen, der uns Glück bringt, dass wir denn mehr Geld bekommen, wenn wir plündern? Ist das denn nicht ein bisschen besser? Geld ist ja relativ wichtig hier. Beziehungsweise wollte ich denn noch so einen Gläubigen nehmen, der uns ja mehr XP, glaube ich, gibt, ne? Diesen Monat gibt es eine Prämie für die Kreaturen, die ihr als Urwürwer kennt. Wenn ihr eine erlegen könnt, kommt vor Ende des Monats wieder und ihr erhaltet die Belohnung von 3700 Goldstücken. Nice. Ah, Schornsteinfeger ist plus 20 auf Glück. Ja, denn einen Schornsteinfeger hatten wir doch gerade eben. Glaube ich. Ist Schornsteinfeger das höchste? Da gab es doch auch verschiedene. Gehen wir am besten gleich nochmal ins Nachbardorf und gucken nach den Schornsteinfeger. Und Ausbilder ist 50% auf Erfahrung. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Guten Tag, darf ich helfen? Danke. Bitte. Guten Tag. Danke, bis dann. Bis dann. Okay, Schornsteinfeger ist das höchste, gut. Obwohl, ich würde auch gerne mit dem Narren rumlaufen, ne? Kann ich euch helfen? Vielen Dank, auf Wiedersehen. Dafür bist du ja da. Ich würde eher sagen, dass ich hier der Narre bin. Du weißt ja relativ viel. Wollen wir nochmal nach Fähigkeiten gucken? Willkommen in der Gilde des Schöne Geistes. Geisterresistenz, Telepathie. Was war Telepathie nochmal? Ah, okay, da kann ich gucken, was er so bei sich hat, denke ich mal.
schon ein bisschen unnötig, ja. Willkommen in der Körpergilde. Auch nicht ganz verkehrt. Ja. Kostet 1350. Heilen habe ich schon, Gift heilen. Gift heilen ist nachher auch wichtig. Oh, der wäre auch nicht schlecht für später, ne? Der Zauber betrifft die ganze Gruppe. Aber kaufe ich mir jetzt schon Regeneration? Ich weiß nicht. Mal gucken, was die anderen noch haben. Haben die mittlerweile neue? Willkommen in der Luftgilde. Lernen wollten wir auch nochmal bei jedem machen, ne? Schild. Schild ist auch nicht schlecht. Muss ich aber auf jeden einzeln machen, ne? Funkenflug. Funkenflug ist ein ganz guter für Fläche, ne? War das der, der sich auf die Fläche verteilt? Ja, der ist auch gut, wenn man direkt vor einem steht. Das sehe ich nämlich auch so. Der kostet aber auch, der kostet halt alles so viel, ne? Das tut ja im Moment noch nicht Not. Denke ich mal. Noch kommen wir ganz gut so klar. In der Gilde des Wassers. Erwachen. Ah, okay. Das war das. Ob ich mein Handeln noch verbessern kann. Ja, aber müsste ich Level jetzt aufsteigen wieder. Fähigkeiten, wo war das hier? Sind wir jetzt bei 3? Und eigentlich wollte ich jetzt Level erst aufsteigen, wenn wir in der Arena waren. Aber wir könnten ja natürlich bis Sonntag vorspulen. Oder ist das so schlimm, wenn man Tage überspringt? Könnten wir nämlich in die Arena? Ach, der Experte ist eh woanders. Okay. Weißt du, wo der Experte ist? Überspringen ruhig. Dann machen wir, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Arena, überspringen die Tage. Dann haben wir die fertig. Brauchen wir 5 Siege, brauchten wir da? Ein Gebiet nördlich von hier. Was würdest du sagen? Machen wir jetzt erst Arena? Oder erst die Höhle. Schneegipfelhöhle. Arena, okay. Willkommen in der Gilde der Seele. Schicksal. Auch nicht schlecht, ne? Aber muss ich auch auf jeden einzeln machen. Gut, dann machen wir jetzt die Arena. Will noch irgendwas mitnehmen oder meinst du, das schaffen wir jetzt so?
Das hängt von mir ab. Also ich finde, ich mache das schon gut, ne? Dann schaffen wir das, würde ich sagen, wenn das nur von mir abhängt. So. Dann müssen wir jetzt Sonnenaufgang und das bis Sonntag. Wir haben jetzt Mittwoch, richtig? Richtig. Haben wir jetzt Donnerstag? Haben wir jetzt Freitag? Und jetzt müssen wir Samstag haben. Mal schauen, nicht, dass ich mich vertan habe. Samstag. Brauchst auch Schlaf? Ja. Könnt ihr drauf gehen? Ich dachte, sonst kann ich mir den Schlaf ja holen, wenn wir reisen, oder nicht? Ah, okay. Kann wir machen bald auf. Machen bald auf. Schlafen wir jetzt noch einmal. Nehmen wir den Apfel? Nee. Komm, wir gönnen uns das Wirtshaus. Nur herein. Genießt euren Aufenthalt. Haben wir jetzt Sonntag, ne? Sonntag. Ah, die können durch nur warten, ihr Sinn werden und auch drauf gehen, okay. Dann haben wir es ja nochmal geschafft. Hallo, ihr wollt reisen? 4 Tage bis Arena. Da gehen dann 4 Tage schnell mal um, ne? Ich muss aber vor... Oh, ne, ich wollte gar nicht rausgeben. Toll. Ist bestimmt wieder verbuggt. Wir können so noch speichern, meine ich. Können wir jetzt noch speichern? Habe ich gespeichert am Sonntag? Ich glaube schon, ne? Müssen wir leider nochmal schließen. Das ist echt nervig mit dem Rauskippen. Wie Stunden? Boah, schon 9 Stunden. Ah ne, wir müssen noch irgendwie 2 Stunden abziehen. Das habe ich vorher schon mal gemacht. Oh, wir müssen nochmal warten. Aber sind wir jetzt der Profi drinne? Donnerstag. Nee, doch. Freitag. Müsste jetzt Samstag sein. Das meinst du mit irrsinnig? Geht das irrsinnig jetzt durch Schlafen weg? Ich hoffe. Nur herein. Genießt euren Aufenthalt. Irrsinnig ist stark beim Krieger. Also lassen wir das nochmal? Wollen wir so mit irrsinnig in die Arena gehen? Oha, Stärke auf 68. Ja, dann lassen wir das. Gehen wir damit rein. Wie speichern? Wir machen aber mal 9. Und zwar zwischen Speicher 2. Dann lassen wir unseren Krieger nämlich in irrsinnig. Das war nämlich auch geplant von mir. Das wollte ich so. Oh, gespeichert hatten wir, ne? Spielspeichern, im Zwischenspeicher, ja. Hallo, ihr wollt die Arena für 45. Es geht so. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Nö, sieht echt nicht so gefährlich aus. Bewegen sich hier? Das war doch im 6. Teil auch anders. Hör ich auch mit? Auch mitfahren, ja. Okay. In der Arena antreten.
Garage. Vielleicht hätte ich vorher mal, mich mal durchbuffen sollen, ne? Muss mindestens Ritter gewinnen. Ja, aber schaffen wir doch. Aber kümmere dich drum. Wie ich das richtig gesehen habe, sind hier nur die Ratten, ne? Das schaffen wir easy. Warten wir mal kurz, dass wir die Ratten hier gut hinbekommen. Okay, und einen dann. Ah, das schaffen wir. Unser alter Feind, die Feuerdrachenfliege. Auch einfach. Hätte ich jetzt mehr gedacht. Ja! Vor allem noch von der Anzahl hätte ich mehr erwartet. Und wir haben einen Krieger, der gerade sehr, sehr stark ist. Irrsinnig stark, könnte man auch sagen. Haben wir alle weg, ne? Easy. Fast gar nichts verloren. Aber es müsste ich noch mal bis Sonntag warten, um die nächsten zu machen, ne? Geht nur einmal, ja, ich würde laden. Ach so, ich hätte auch direkt Ritter machen können. Ach so, okay, ja gut, das wusste ich nicht. Dass man muss unten anfangen. Hallo, ihr gut, wollt dann können wir natürlich auch gleich Ritter machen. Es geht sofort. Diesmal buffen wir uns aber durch. Speichern hier auch nochmal. Ah, wir wollten sie noch mit dem Stab ausrüsten, ne? Oder das Schwerste, sagst du? Okay. Meister. Aber das schaffen wir doch. Das schaffen wir. Ich habe nämlich einen guten Plan. Wir gehen hier vorne hin. Haben wir nicht von beiden Seiten schon mal. Jetzt der Funkenflug wäre gut, ne? Oh, komm. Der haut erstmal ab. Der kann uns aber noch weiterhin mit Feuer bespucken. Deswegen hauen wir den weg. Zwei wieder weg. Schaffen wir locker. Fand da meine Taktik jetzt gar nicht so schlecht mit, dass wir hier hingehen. Warum ist das rot? Ist doch gar keiner vor mir. War das schon alles? Boah, da hätte ich jetzt aber gedacht, das ist schwerer, ne? Soll mich das? Weg. Hier längs. Bisschen kiten müssen wir die jetzt. Dann gehen wir nämlich hier in die Ecke. Noch ein bisschen darauf achten, wie viel Aufladung sie noch hat. 23. Das. Ach, scheiße, die können mich doch angreifen. Oh, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Nein. Ah, komm, das versuchen wir nochmal. Hä? Warum hat er das nicht davor gespeichert? Ach so, ich habe den Feuerball zu nah gezündet. Okay. Ich glaube, ich gehe auch gleich woanders hin. Ach, in der Arena kann man nicht speichern. Ja, ist ja auch nicht so wild. Hallo, ihr wollt reisen. Ich bin hier gespeichert. Es geht so. Attacke! Ich
Oh, jetzt haben wir aber schwerere. Jetzt haben wir so einen Zauberer. Gehen die schnell weg oder so ein Mönch? Nur ein Katze. Der greift jetzt zuerst unsere Elfen an. Ne? Das scheint ja ein Mensch zu sein. Aber wir haben hier den Stab nicht angelegt. Scheiße. Oha. Ein Triple. Ein Shooter würde jetzt hier auftauchen. Triple Kill. War das schon alles? War das schon alles? So, jetzt haben wir nämlich hier alle weg. Gehen wir jetzt hier in die Ecke. Boah, der Zauberstab ist aber echt stark, ne? War das schon alles? Es fehlen nur noch zwei, wenn ich das richtig sehe. Nee, sehe ich nicht richtig. Wie weit sind ihre Aufladung? Das war... Dauert aber lange, bis die Aufladung weg sind, ne? Die Ratte hatte ich gar nicht so richtig erkannt. Dachte, die wäre schon weg. Ja, das mit den Aufladungen vergisst man echt schnell. Aber ist doch easy, schafft man ja locker. War ganz gut, dass wir hier so früh hingegangen sind. Denke ich mal. War das schon alles? Weil später ist das bestimmt wesentlich schwerer. Gibt's denn später, gibt's wahrscheinlich dann aber mehr Geld oder so, oder? Aber die Leichen brauche ich nicht plündern, da ist ja nichts drin, ne? Nö. Gut. Dann können wir abgeben. 2000 bekommen. Und ich habe jetzt das Höchste erreicht. Haben wir die Quest auch fertig. Ist doch gut. Arena verlassen. Gut, gut, gut. Spiel speichern. Müssen wir ihn aber dafür mal... Eigentlich können wir ihn auch irrsinnig lassen, oder ist das irgendwann blöd? Geht er dann irgendwann drauf? Sonst lassen wir ihn doch einfach irrsinnig. Ich würde sagen, dann lassen wir den. Also nur Intelligenz und Charisma geht runter. Das brauchen wir ja wirklich gar nicht mit dem. Das lassen wir. Können wir jetzt zum Ausbilder gehen? Soll es mit dem niemanden ansprechen? Okay. Das könnte natürlich noch passieren. Ihr wollt ausgebildet werden. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Er hätte bestimmt Bock, unseren irrsinnigen Goblin auszubilden. Obwohl, ich hab mal Bock, eigentlich jemanden damit anzusprechen. Mal gucken, was dann gesagt wird. Sei gegrüßt. Und nicht nix, ne? Willkommen. Tretet ein. Oder geht mein Ruf runter? Nö. Naja, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat.
Ach nee, das ist nur, wenn dein Ruf bereits schlecht ist. Wenn mein Ruf... Ach so, okay. Also jetzt kann ich ruhig auch mit dem jemanden ansprechen, mit dem Irrsinnigen hier. gut, die wollten wir hier noch weiter hoch machen. Und im Körper hoch machen. Stimmt, jetzt kann ich noch Lernen für alle kaufen. Stimmt. War doch hier, oder? Willkommen in der Körpergegend. Nee, das war hier gar nicht. Bei dem war. War das bei dem? Willkommen in der Luftgilde. Noch 622 über. Aber könnten wir eigentlich mal machen, dass wir immer jeden Sonntag in die Arena gehen? Bilden wir uns noch mal aus weiter. Entschärfen ist wichtig. Den sechsten Sinn könnten wir noch hoch machen. Und Kette. Wie wäre ich für Kette und sechster Sinn? Sechster Sinn. Kette. Langt das erstmal. Erkennen hat da sogar schon Experte. Ich weiß gar nicht, ob du das noch gestern mitbekommen hattest. Da hatte ich Erkennen Experte schon mal gemacht. Feuermagie will ich hochhaben. Oh, Leder nochmal. Na, hier weiß ich noch nicht genau, was ich hier noch weitermachen soll. Oh, du hast auch noch... Er hat auch noch ein paar Ringe, die... Hä? Was soll das denn sein? Den kann er zum Beispiel noch nicht. Da hab ich... Was kriegt er? Schwert auf 4. Eigentlich brauchen wir hier auch Schild gar nicht so hoch machen, wenn wir denen eh nachher zwei Waffen geben. Da wollen wir nochmal aufsparen, bis er dann Platte kann. Dann machen wir Platte recht hoch. Sparen wir uns die Punkte noch. Eigentlich können wir es auch nochmal lassen. Ihm würde ich auch noch Wassermagie beibringen. Am liebsten. Ich weiß nicht, ob ich Luft auch mache. Wasser wäre für ihn eigentlich auch nochmal ganz gut. Jetzt haben wir noch 622 Gold. Stellen wir jetzt den Schornsteinfeger ein? Oder machen wir sie Körperexperte? Wohl auch ein Schärfen wichtig wäre, ne? Aber das war jetzt in einer anderen Stadt. Erstkörper soll ich machen? Okay. Habe ich gar nicht genug Gold. Wie viel brauche ich? 1000. Aber sollten wir auf jeden Fall zusammenbekommen, wenn wir in die Höhle gehen. Und am besten alle, da meinst du, ich soll Luft, Wasser und Feuer alle zusammen mit dem
Magier lernen. Koch, Bürger, Koch, Bürger, Knappe, Falschen. Auch nicht verkehrt, ne? Falschen. Aber hier war doch ein Schornsteinfeger. Ich bin mir so sicher, dass hier einer war. Aber Falschen lernen wir ja eigentlich selber hoch. Weiß nicht, ob wir das denn machen wollen. Die war doch ein Schornsteinfeger, oder nicht? Durch Speichern und Laden wechseln den Beruf. Ach so. Sprich, wenn ich jetzt hier online mal gucke, ob ich irgendwo finde, wo die stehen ist, bringt das ja auch nicht so viel, ne? Das ist natürlich jetzt blöd. Gucken wir doch mal in der Hauptstadt, ob wir da finden. Ich sag mal, Glück wäre nicht schlecht für die Höhle. Wenn wir mit Glück da rangehen an die Sache. Hier nochmal drin. Wassermagie Großmeister. Bin ich froh, wenn wir unsere Begleiter alle haben, ne? Das ist ja echt nervig. Chefkoch. Chefkoch, da muss ich immer an den von South Park denken. Stelle ich mir jetzt gerade den vor. Da. Mal neu laden könnte ich natürlich auch machen. Schornsteinfeger. Aber ich finde ihn auch so. Aber könnten wir eigentlich gleich mal machen. Machen wir das so lange, bis wir den Gläubiger noch haben. Erhöht den Attribut Glück aller Charaktere um 20 Punkte. Ist halt echt Han Solo, ne? Dann feuern wir ihn an. Heuern wir ihn an. So, und dann noch einen Gläubigen. Oder ne, hier den Ausbilder. Ist Ausbilder das höchste? Das könnten wir ja mal kurz gucken. Oder weißt du jetzt gerade? Die Schnelle. Ah, genau auf der Seite gucke ich nämlich auch. Die ist ganz gut, ne? Da ist das eigentlich immer ganz gut beschrieben. Ich muss das nur immer auf dem Handy dann nebenbei gucken. Das ist, habe ich das nicht so groß. Magst du dann kurz einmal schauen, was das Höchste ist? Ausbilder ist das Höchste. Hi. Lehrer dann ja nicht, ne? Lehrer denn ja nicht. Was bringt's? Rüstungsschmied, Chefkoch, Schmied. Knappe. Spurensuche. Nochmal einer. Knappe. Viele Knappen, ne? Spurensucher. Was ist denn? Okay. Gelehrter, gleich 5% Lehrer und 10% und Ausbilder 15%.
So, Gelehrter 5%, Lehrer 10% und Ausbilder 15%. Okay. Ich habe zu wenig Gold. Ah, kostet mehr oder was? Wie viel kostet der? Was ist denn ein Münzner? Ist das so... Seid gegrüßt. Bonus. Aber das ist dann ja die Vorstufe wahrscheinlich vom Schornsteinfeger. Gehe ich mal von aus. Achso, das ist was anderes. Münzner wäre eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht nimmt wir den Münzner anstatt den Schornsteinfeger. Wenn Münzner das höchste ist. Ich glaube, dann nehmen wir eher so ein. Bei Glück würde ich eigentlich mit ihr dann recht... Habe ich, glaube ich, auch schon recht hoch. Attribute. Glück ist schon bei 35 bei ihr, ne? Aber reicht zuerst mal, sagst du? Walter ist noch besser. Okay, dann lassen wir das erstmal noch so, ne? Ja. Also wir finden jetzt... Lehrer finden wir natürlich überall, ne? Achso, Münzner ist gut. Aber dann geben wir ja umsonst Geld aus, eigentlich. Ich will halt nicht, wenn wir jetzt immer einen einstellen und wieder weggeben, dann geben wir ja die ganze Zeit immer Geld aus, so denke ich, weißt du? Hallo! Komischer Typ. Also sagst du ihn auch noch einfach zusätzlich jetzt erstmal mitnehmen? Ach, das ist auch zu teuer, ne? 500. Wir laufen so los. Wo müssen wir denn hin? Ah, wir können doch mal an den Truhen vorbeigehen. Die müssen wir jetzt aufbekommen. Jetzt haben wir ja auch noch mehr Glück. Und sollte der ja eigentlich klappen. Hab's schon. Ich würde sagen, hier ist schon jetzt mehr Gold drin als vorher immer. Wem soll das denn nützen? Keine Waffe, die wir gebrauchen können. Glück gehabt, du sagst es. Hab's schon. Knüppel. Toll. Ist nix wert, das Ding. Ah, das wollte sie doch gar nicht haben. Nicht. 15 Aufladung noch. Gut, was kaufen wir uns jetzt damit? Damit suchen wir uns jetzt den Ausbilder war das, ne? Ausbilder, ja. Verwalter wäre natürlich auch noch nett, wenn wir das finden.
Wüsste jetzt aber nicht, dass wir den irgendwo gesehen hatten. Mal kurz nochmal verkaufen. Guten Tag. Darf ich helfen? Danke. Händler ist wahrscheinlich die erste Stufe, ne? Händler, dann Münzner und dann Verwalter, den könnte ich mir vorstellen. Hallo. Ach ne, falschen. Lehrer. Knappe Spuren zu ver-. Dann lade ich jetzt einmal. Speichern. Wir laden. Müssten jetzt ja andere finden. Rein theoretisch. Heckträger. Gelehrter. Da haben wir es doch. Ach ne, Gelehrter war der Erste. Ja, ich finde das auch immer gut. Sind auf sowas achten, dass wenn du denn so einen Betrüger sozusagen reinpackst in deine Gruppe, dass dein Ruf auch gleichzeitig runtergeht. Was ja auch Sinn macht, ne? So. Jetzt finden wir Gelehrte hier überall. Waren da oben noch welche? Nein, ne? Nein, nein, nein. Die Burg und wieder raus. Dann soll ich auch andere haben. Ich glaube, jetzt im Moment habe ich gerade andere. Könnte mir nämlich nicht vor. Aber gleich mache ich das dann mal. Reuterkündiger. Knappe. Wenn wir das haben, ne, dann müssen wir auf jeden Fall abspeichern. Ich habe keinen Bock, mir neue Begleiter zu suchen. Schlosser. Scheinen aber nicht die richtigen dabei zu sein. Wahrscheinlich auch richtig, richtig viel Glück muss dabei sein, um die richtigen zu bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist niedriger, einen guten zu bekommen, als statt jetzt irgendwie einen Gelehrten oder so. Haben sie hier eigentlich schon aufgeräumt oder so? Nee, ist noch nichts weiter passiert. Aber ich meine, hier ziehen doch auch noch welche ein, wenn ich jetzt weiter in den Quest komme und in der Story. Einbrecher. Schmied. Pferdenleser. Chefkoch. Flötenspieler. Einen schönen Flötenspieler einstellen. Wir suchen jetzt gerade nach einem Ausbilder als Begleiter. Wir haben uns einen Schornsteinfeger angeheuert. Der bringt uns ein bisschen mehr Glück. 20, also schon recht viel. Und dann würde ich gerne noch einen Ausbilder in der Gruppe haben. Ich weiß auch nicht, ob ich den Schornsteinfeger behalte. Schornsteinspieler einmal täglich Heldentum. Ja, aber den buffen wir uns ja selber nachher. Heldentum. Könnte ja auch immer mal wieder hier verkauft werden. Willkommen in der Gilde der Seele. Da, Heldentum. Sehr schön. 3000. Haben wir natürlich jetzt gerade nicht. Und Crit Error, was gab's denn zu essen, Leckeres? Oder hast du schön bestellt? Gepäckträger. Münchner?
Brauchen wir auch nicht. Zum Mittag übrige Schnitzel. Alles klar. Das geht auf jeden Fall gut durch. Das kann man haben. Gelehrter finden wir jetzt aber schon häufig, ne? Knappe. Oder kann das sein, dass man die hier gar nicht bekommen kann? Dass es die ja später gibt oder sowas. Rüger. Manche kriege ich hier nicht, okay. Ich glaube nämlich nicht, dass wir die dann hier bekommen. Gucken wir das später in den anderen Städten nochmal und gehen erstmal jetzt nur mit ihm da rein. Ja, gehen wir nur mit ihm in die Höhle rein. Höhle war... Da war die Höhle, da. Gehen wir hier längs, gucken hier nochmal in die Ecke und gehen dann Richtung Höhle. Ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Route. Für die Höhle ist Feuerzauber recht nützlich. Ja, aber der ist bestimmt wieder bei 1000 Gold oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich würde es, glaube ich, ganz gerne ohne versuchen. Und ein bisschen sparen. Schaffen wir doch auch ohne, oder? Den Heldentum müssen wir noch kaufen. Wir müssen noch Leute anheuern. Außer wir finden jetzt noch irgendwo eine Truhe. Kräuter. Kannst die Schleim auch einfach ignorieren. Ach, die Schleime, die kann man nur mit Feuer oder so bekämpfen, ne? Ach, stimmt, da war was. Oh, guck mal, da haben wir doch noch eine Truhe. Ja, dann ignorieren wir die Schleime einfach. Denke ich mal. Die sind nicht ganz so stark, meine ich. Ach ja, noch für dich zur Info. Wir waren in der Arena. Haben den schwierigsten Grad haben wir genommen. Haben wir recht einfach geschafft. Ganz nett, aber unnütz. Ja, und haben wir das jetzt hinter uns. ...2000 brauchten wir für den... Heldentum-Buff, ne?
Oh nein! Och nö. Das ist jetzt blöd. Ja, ich hab ja kurz vorher zum Glück gespeichert. Ganz nett, aber unnütz. Ich finde, er könnte sich echt mal ein bisschen mehr freuen, wenn wir hier Sachen finden. Und nicht immer sagen, unnütz. Ich brauche 5 Siege. Ich dachte, ich brauchte nur den schwierigsten Grad. Ja, er ist ein bisschen komisch, unser Zauberer, ne? Lächelt so nett. Und dann doch nur, ja, brauchen wir nicht. Ein Scheiß. Hau weg. Locker, weil er das nicht gebrauchen kann. 5 Siege auf dem zweithöchsten, okay. Müssen wir auf jeden Fall mal jeden Sonntag da reingehen. Andere Leute gehen in die Kirche, ich gehe sonntags in die Arena. Da sehe ich doch eine Truhe. Schön, 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 schön. Der eine zählt aber auch dazu, aber noch, also noch 4, ja. Wieder gut Geld, auf jeden Fall. Aber wird beim nächsten Mal schwieriger dann. Wir sind ja noch mit Level hochgekommen. Die hatte ich schon. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles erkannt. Entdeckt. Oh, wenn ich den noch verkaufe, dann könnten wir genug Geld zusammenbekommen für den Heldentums-Buff. Ladung sagen noch 15. Jupp, am besten immer vor dem Leveln reingehen. Dann schaffst du das. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich würde schon sagen, dass wir vor trotzdem auch immer mal ein paar Level aufsteigen, oder? Oder wollen wir, bis wir das fertig haben, gar nichts mehr hochleveln? Ich denke auch, das schaffen wir, ne? Wir haben ja keine Angst vor Herausforderungen, würde ich sagen. Das machen wir dann einmal mal. Wenn wir jetzt jeden Sonntag das machen, dann kommen wir auch noch nicht so hoch vom Level her. Was wollte ich jetzt? Ich wollte den Topas verkaufen und das Buch kaufen, ne? Jetzt musst du dir aber mal besonders schöne Augen machen. Kann ich euch helfen? Ja, das langt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Darf ich helfen? Danke. Da war hier den Laden, ne? Willkommen in der Gilde der Zauber kaufen. Heldentum. War das 3000? Waren das nicht 2000? Das ist natürlich jetzt blöd. Ach ja. Dann sind wir jetzt ja fertig und gehen erstmal zur Höhle. Könnt mich ja vielleicht daran erinnern, dass wir dann ab 3000 vielleicht doch nochmal zurückgehen und das Buch kaufen. Wenn wir 3000 zusammen haben. Den Zaubern oder so komme ich da ja nicht noch hin, ne?
auf 2650. Ich da die doppelten Verkauf oder so? Nee. Da krieg ich nicht mehr so viel zusammen mit. Es gibt bei solchen Spielen auch die Challenge, so wenig Ingame-Zeit wie möglich zu verbrauchen. Ah, das kann ich mir gut vorstellen, da bin ich. Aber ich glaube, ich hätte schon raus. Ich habe mir auch mal so einen Speedrun angeguckt. Das war ja auch faszinierend, was die denn da alles machen. Auch beim ersten Teil, beim ersten, sag ich schon, beim sechsten Teil, kannst du doch auch, dich an der Wand irgendwie so reinbacken, dass du dann zu den Drachen ganz am Ende, wo du eigentlich erst am Ende bist, hinkommst. Und dann konntest du deine Fähigkeiten hochpowern, ne? Irgendwie, ich weiß gar nicht, 20 auf alles sogar oder so? Das habe ich, glaube ich, sogar auch gemacht. Wonach riecht's denn hier? Wollen wir uns die Aufladung eigentlich nochmal sparen? Ich glaube, das ist besser, ne? Sie erstmal den Stab hier wiedergeben. Im Moment sind die jetzt ja nicht so wirklich stark. Ich habe mir auch mal krassen Speedrun angeguckt von der ersten Pokémon-Generation. Ist auch krass, da war, weiß gar nicht mehr in welcher Zeit, ich glaube 10 Minuten oder so. Die Ruhe, ich mach das. Das hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich nicht machen sollen. Und da haben sie auch dann durch irgendwelche Frames mussten sie da abwarten oder sowas. Und dann wirst du nachher zum eigentliche Ende hingeschickt, wo du dann nur noch deine Pokémon abgeben musst oder sowas. Ganz, ganz komische Sachen macht er da. Finde ich auch faszinierend. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, das ist stärkerer. Das ist mal ein Zauber ab. Au! Und die auch nochmal. Jawoll. Schöner Ring. Ist zwar neu. Boah, sind wir jetzt wieder zu viele. Von hier sollten wir es ganz gut schaffen. Sind das 4 Stück? Ne, sind 3 Stück, ne? Ja! Segen hilft, stimmt. Ich vergesse das immer wieder. Hm.
Machen wir jetzt mal schnell Segen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich. Dann ist er auch gleich weg. Au! Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ja, kümmern uns um den Kratzer. Ganz nett. Aber unnütz. Mach er wieder nicht den Schild, das Schild. Mach ein. Ist aber auch ein Standardschild, ne? Ja, nur plus 6. Den haben wir schon überall drin. Ne? Magisches Auge. Bisher geht's hier noch mit den Gegnern, finde ich. Kommen auch nicht so zu vielen. Nur ein kleines Krüppchen, so 2 bis 3. Das ist noch machbar. Jawohl. Oh, was ist das? Umhang. Stimmt, wir haben ja auch noch nicht alle den Umhang. Er hat einen Umhang, meine ich. Und sie. Hält denn der jetzt so viel aus? Das Gute ist bei denen auch, dass die nicht aus der Ferne schießen, ne? Ganz nett, aber unnütz. Wenn du den unnütz findest, dann kriegst du den auf jeden Fall nicht. Bei den Häufchen könnte jetzt auch mehr Geld drin sein, ne? Guck mal, 3000. Könnten wir uns jetzt erstmal den Heldentumsbuff noch holen. Da müssen wir wieder ganz weit zurücklaufen, ne? Bis in die Stadt. Nehmen wir uns das nochmal mit. Komm. Noch schnell, 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 schnell. Ah, easy. Easy. Ah, den Schleim meinst du, ne? Ich kann auch nicht alles. Den schaffe ich wahrscheinlich jetzt noch nicht. Die machen wir jetzt ein bisschen weg. Die holen wir da ein bisschen raus. Oder schnell so. Au! Boah. Und jetzt an die Kiste. Wem soll schön das Schwert. Denn nützen? Knüppel. Ja, schön, schön, schön. Das kriegst du. Zieh zum Verkaufen, dein Handschuh, unser Magier, auch unser Magier, Krieger, Verkaufen, Magier. Wir sind jetzt mal ganz schnell weg hier. So, da hinten geht's noch weiter, ne? Lass mal kurz zum Eingang jetzt mal zurück. Da. Von hier kamen wir doch, ne? Ich habe hier mal gar keine Übersicht in den Höhen. Nee. Hier waren wir noch nicht. Da ist ein Roter, der ist bestimmt stärker. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe keinen Platz. Oh ja. Müssen wir aber auch mal sortieren hier. Könnten wir ein bisschen was mal reinmachen? Wunderbar! 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 Oh, das Ordnen hier, das ist aber auch nervig.
Was ist das für ein Handschuh? Hast du schon einen? Nee. Schön. Und jetzt kann er den Bogen haben. Ihn erkennen. Ganz nett, aber unnütz. Verkauft sie aber. Hast du ein besseres Schwert? Nee. Hast du... Warum kannst du das Schwert nicht? Ach, das ist ein Zweihändeschwert. Nee, Zweihandschwert wollen wir nicht. Kenn ich nicht. Kein Zweihandschwert. Aber unnütz. 4d2 plus 2, 2d5. Okay. Ach, ich kann auch nicht alles. Ganz nett, aber unnütz. Auch du. Schild kann übrigens noch verkauft werden. Oh, hier ist auch nicht. Noch ein Helm. Wem soll das denn nützen? Guck mal, das ist doch erstmal ganz gut aufgeräumt. Jetzt gehe ich nochmal zum Eingang, damit ich mich am Anfang wiederfinde. So, Spiel speichern.